Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ende der letzten Folge musste ich mich ein bisschen hier mit ein paar Creepern und anderen Gesellen rumärgern. Ich wollte eigentlich das Dach noch ein bisschen, habe ich gerade gedacht, da scheint jetzt hier so die Dinge rein, dass das aussieht wie eine Stufe. Alter Vater. So, ja, wir machen mal hier ein bisschen Dach weiter. Und zwar das geht jetzt immer ein halbes weiter hoch. Jetzt pass auf, hier die Ecke, ein drauf, die Ecke, ein drauf, ein so, dann die Ecke, ein drauf, ein so. Ne, hier ist eine Ecke, das haben wir hier falsch. Das heißt, das berichtigen wir gleich mal. Das ist falsch. Dann machen wir diesen hier. So, und dann wird es dunkel. Dann sehr wahrscheinlich Eddie. Nicht ganz so einfach, diese Konstruktion. Jetzt pass auf. Hier. Ah ja, okay. Eine verkehrt rum mit Treppe und einen halben haben wir nicht. Müssen wir erst machen. Halbe oben drauf. Okay, pass auf, wir sausen rein, machen ein paar Slabs hier. Ups. Weiß nicht, wie viel wir brauchen. So. Können wir sie wahrscheinlich noch nicht. Machen wir einfach mal noch einen Stack von denen. Wir müssen nachher sowieso was essen. Es ist noch zu hell. Hier, dann, hier, dann, hier, so, glaube ich. Ein drauf,
dann. Diesen hier. Das ist der Plan. Denke ich. Eine halbe. Wir schlafen mal schnell, sonst haben wir nachher wieder so viel Besuch, dass wir uns so abmühen müssen. Aber warte, ich nehme mal die Seite. Einfach so, dass die beide gleichmäßig durchgelegen werden. Hüpf! Auf dem Bett. Habe ich letztens Videos angeguckt. Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf. Feurio, der Kamerad, brennt. Videos angeguckt von meiner Tochter, als sie noch klein war. Guten Pfeile da. Den drunter. Den hier. Gerüstbauerde. An Start. So, da la. Jetzt pass auf. Jetzt muss hier der da dran, dann dieser hier. So und das da. Ist das richtig? Das könnte passen. Wir haben es langsam raus. Ne, wir haben es nicht raus, weil hier muss ja auf alle Fälle was Ganzes drauf, oder? Ich glaube, so war der Plan. Hier was. Leute, ich bin so ein Loser, ehrlich. Ganzes. Was halbes. Was halbes. Eine Stufe und eine Stufe. So sieht es aus, wenn es richtig gemacht ist. Jetzt sind meine Pfeile verschwunden. Die guten Pfeile. Hier lagen. Naja. Wir müssen mal zu unserem anderen Ding rüber und müssen Futter besorgen. Ich glaube, so ist richtig. He? Sieht doch. Sieht gut aus, glaube ich. Sieht aus wie hier. Das ist. Die Form, die wir brauchen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das hier innen mache. Ob wir hier in dem Bereich auch diese Ziegeltreppen alle hinmachen. Ich denke, sinnig wäre es. Oh, da brauchen wir natürlich wahnsinnig Material, aber hilft ja nichts.
Müssen wir durch. Wir hätten noch Holz übrig hier, dass wir das gleich auf der anderen Seite auch nochmal machen können. Damit wir das dann auch anständig verbinden können. Also, auf geht's. Wir holen mal ein bisschen Futter. Das ist mal der erste Plan, Futter zu holen. Ne, weil ich gerade auf Bett gesprungen bin vorhin. Habe ich Videos geguckt. Ist irgendwie nett. Ja, und da war nämlich so eine Aktion eben. Die Tochter durfte bei uns auch auf dem Bett springen. Aber nur auf einem bestimmten, also auf unserem Ehebett. Das habe ich nämlich selber gebaut. Und da bin ich mir sicher, dass auch nichts durchbricht. Also ich... Sagen wir so, ich bin handwerklich nicht ganz unbegabt. Und deshalb haben wir eigentlich noch Kohle? Oh. Jetzt haben wir hier eine zu viele drin. Eine zu viele. Jedenfalls habe ich das Bett selber gemacht, unser Bett. Etwas höher, so von der Bauart her, damit man schön drauf sitzen kann. Und die Füße baumeln lassen kann. So hoch ist das. Ja, ja. Und... Nee, hat sich damals so ergeben, aufgrund dessen, dass mein Fraule, als sie noch allein gewohnt hat, und ich auch, jedenfalls hatte sie eine Wohnung, die relativ hoch war, so altbaumäßig, mit ziemlich hohen Zimmern, und da habe ich ihr damals ein Bett gemacht, oder uns. Das also höher steht wie normal. Ja. Und das war gar nicht so unpraktisch. Also man kann mal schön unten rauskehren. Man kann unten was reinschieben, wenn es unbedingt sein muss. Und es hat einfach besser ausgesehen in einem Zimmer, das relativ hoch ist. Ja. Wenn man so 3-4 Meter hohes Zimmer hast. Da schaut das Bett, das ganz am Boden steht, so fotomäßig vielleicht sogar noch, wie es ich früher in meinem Apartment hatte. Sieht schon etwas verloren aus. Das Fotobett, was ich gemacht habe, was ich hatte, war übrigens auch, habe ich auch selber gemacht. Ich mache das gern. Ich habe auch die komplette Küche bei uns. Alles Marke Eigenbau, da habe ich mir von einem Arbeitskollegen von mir, dessen Bruder eine Schreinerei hat, habe ich mir die Auszüge, also die, das ist schon sehr lange her, dass ich die Küche gebaut habe, also das hat schon etliche Jahre, aber da war so der neueste Schrei, waren Vollauszüge, die heute ja Standard sind in den Küchen. Also, dass man die Schubladen komplett rausziehen konnte bis ganz hinten. Dass man ans allerhinterste Zeug auch noch anständig rankommt. Und da habe ich, wie gesagt, mir von einem Schreiner qualitativ sehr hochwertige solche Auszüge besorgt. Habe dann das ganze Holz im Baumarkt gekauft, was ich halt gebraucht habe für das Ganze. Ja, und dann, ich habe auch eine Oberfräse und so ein Zeug, also was man halt so braucht, wenn man ein bisschen werkstattmäßig was machen will. Und ja, da ist die komplette Küche entstanden, schön lackiert. Mittlerweile haben wir sie einmal umlackiert, weil uns die Farbe nicht mehr gefallen hat.
Aber es hat irgendwie was, wenn man, ja, wenn man so Sachen selber macht, dann. Ich persönlich find's halt ganz schön. Und mir macht es eben auch Spaß. Auch ein paar andere Schränke, die ich habe oder die wir haben. Halt, das war falsch. Gerüstbau Erde. Das muss wieder weg. Der Kamerad hier. Weil es ist ja eine Treppe. Klar, ist ja nicht so, dass ich jetzt mal keine Stufen mehr habe. Machen wir noch ein paar. Sägen wir uns noch ein paar Stufen raus. Wenn das immer so einfach wäre. Ach so, es ist ja Nacht. Sleeping Time. Ach ja. Ich schlaf nicht. Ich schlaf. Ich schnarch nicht. Meine Frau behauptet etwas anderes. Vielleicht atme ich manchmal ein bisschen lauter, aber schnarchen? Okay, manchmal vielleicht schon. So, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war die Aktion. Dann. Mist. So. Sammeln dieses Zeuchel hier und dann da drüben neu nach oben. Hier vielleicht. Ich überlege gerade wie. Ich glaube so. Wieder dran, dann. Yeah.
Erstes diesen da und den ganzen. Zack, Feierabend, oder? Das muss passen. Was machen wir hier mit dem Wasser? Lassen oder nicht? Ich würde sagen, lassen wir mal. Ist das jetzt gleich? Ich denke, das sieht ganz gut aus. Warte mal. Ich mache mal so. Jetzt können wir in die Hand nehmen, das Holz. Dann machen wir einen Screenshot. Screenshot. Zack. Okay. Okay. Hier kommen wir doch. Pass mal auf, wir kommen hier. Wohin? Vielleicht müssen wir noch irgendwie. Ach da. Das heißt. Guck mal, da unten ist wieder einer ganz Feuer und Flamme für uns. So, wenn wir hier. Hier unten irgendwo durchbauen, kommen wir da raus irgendwo. Könnten wir uns überlegen, ob wir da unten, um einfach noch einen kürzeren Zugang zu haben oder einen weiteren Zugang zu haben, könnten wir doch hier bis auf die andere Seite buddeln. Ha? Wollen wir das? Warum nicht, oder? Ha? Oder? Hier. Durch. Auf die andere Seite. Dann kommen wir auch irgendwo raus. Ich weiß nur nicht wo. Wir brauchen mehr Ton. So, die Option. Wir haben noch 6 von diesen Dingern hier. Die können wir entweder verbauen oder... Frage ist, was machen wir dann hier innen? Da machen wir ein bisschen was mit. Vielleicht mit Zäunen irgendwie hier so ein bisschen. Wir werden sehen. Das werden wir abstützen, denke ich. Das Ganze. Wie viel haben wir eigentlich hier noch Platz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das bedeutet 3, 4, 5, 6, 7, plopp. Das ist die Mitte, oder? Können wir mal ausprobieren. Oder wir machen es doppelt, aber ich denke, dass unsere Pferdeln
wir genug Platz haben sollten dann, um sich auszubreiten ein bisschen. Damit ihre Muskulatur im Schwung bleibt, machen wir das vielleicht dann tatsächlich so, dass wir hier hinten, dass wir innen vielleicht ein bisschen höher sind oder ich weiß nicht so genau. Oder wir machen das ganz runter und machen es nur hinten höher. Weil es ja blöd, wenn man hier reinkommt eigentlich und dann gleich mal nach oben muss. Wir lassen das jedenfalls irgendwie offen, damit die rein und raus können. Ja. Und so der Plan, aber alles in der nächsten Folge würde ich vorschlagen, halt ich bleib draußen. Draußen ist das Wetter schöner für den Abschluss. Mal nochmal Screenshot, wer weiß, vielleicht kann ich ihn brauchen. Und ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, da müssen wir Tonen gehen, Ton sammeln irgendwo wieder. Das hilft nichts. Also, bis dahin. Ciao, euer Eddie.